Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Memory-PC und zwar mit dem Xtreme Gaming-PC. Das sind nur so ein paar technische Daten für 1599 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP-CDK-Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Zuallererst wie immer das Bild. Das Bild stellt wirklich nur das Case dar, das ist absolut kein Fake. Also hier gut, hier stehen ein paar Marken bei, die sind aber auch alle wirklich da drin. Windows 11 ist nicht dabei. Hier steht auch nur kompatibel mit. Also man kann Windows 11 drauf laufen lassen. Ja, Windows 10 ist auch nicht mit dabei. Also wenn ihr ein Betriebssystem braucht, kauft ihr es entweder dabei. Hier kostet es 39 Euro oder eben bei meinem Partner, ist ja wurscht. Auf jeden Fall ist das Bild kein Fake, das ist schon mal völlig in Ordnung. Kommen wir zu den technischen Daten. Das Gehäuse ist ein MSI MPG Sekira 100R RGB Schwarz Glasfenster. Das bringt schon vorne drei Lüfter mit und hinten auch einen Lüfter, jeweils RGB beleuchtet. Und das hat natürlich wieder nur diese Seitenschlitze quasi, wo die Luft reingesaugt werden kann. Ich kann mir aber vorstellen, dass der Airflow jetzt nicht so schlecht ist. Weil klar, es hat nur die Seitenschlitze, aber die drei Lüfter haben genug Abstand nach vorne hin, dass die wirklich Luft reinziehen können. Weil viele haben das Problem, die haben zwar auch Seitenschlitze, aber da sind die Lüfter von der Front, was weiß ich, 3 mm weit weg und dann kommt keine Luft rein. Hier könnte ich mir vorstellen, dass es tatsächlich sogar funktioniert. Ein Lüfter hinten ist auch völlig in Ordnung. Und der CPU-Kühler, der hier ist, der ist auch in Ordnung. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das mit dem Case sogar ziemlich gut funktioniert. Ansonsten wählt ein anderes, was vielleicht eine Mesh-Front hat. Also alles in allem kann ich jetzt nicht sonderlich Schlechtes drüber sagen. Ich hatte es leider noch nicht hier, dass ich es irgendwie testen konnte, aber auf den ersten Blick sieht es ganz okay aus. Und das kostet 109,54 Euro bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein MSI MPG A 850 GF 850 Watt 80 plus Gold. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und voll modular und 850 Watt reicht ganz dicke für das System. Da habt ihr sogar noch ein bisschen Luft, wenn ihr später einen stärkeren Prozessor zum Beispiel nehmen wollt. Also das ist wirklich in Ordnung gewählt und wie gesagt, 10 Jahre Garantie ist auch völlig in Ordnung. Und das kostet 109 Euro bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein MSI B550-A Pro. Das ist natürlich so ein Einsteigerboard im B550-Bereich, aber es reicht eigentlich für dieses System aus. Es ist Full ATX, was auch immer ganz wichtig ist in meinen Augen. Micro ATX feiere ich nicht so, wisst ihr auch mittlerweile, wenn ihr meine Videos schaut. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden, hier unten kann auch noch eine SSD verbaut werden. Hier kommt die Grafikkarte rein und die unteren Slots, die könnt ihr noch benutzen, zum Beispiel für eine WLAN-Karte oder eine Capture-Card. Also WLAN hat dieses Board nicht mit dabei. Wir haben bei den Anschlüssen 7.1, USB 3.1, USB Typ C, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, Netzwerkanschluss, die Onboard-Grafik könnt ihr sowieso nicht benutzen, der Prozessor hat keine integrierte Grafikeinheit, ihr zieht das Bild ja über die Grafikkarte. Nur viele fragen immer, warum kann man die nicht benutzen, weil ihr den Monitor an der Grafikkarte anschließt und nicht am Mainboard. Und der PS2-Anschluss hier vorne werdet ihr wahrscheinlich auch nicht benutzen, weil ihr eure Peripherie über USB anschließt. Alte Mäuse und Tastaturen haben diesen Anschluss noch, aber das war um die 2000er rum, vielleicht sogar 90er. Alles in allem grundsolides Board. Ist nichts Besonderes, aber passt in dieses System und auch einigermaßen in diesen Preisbereich. Und das kostet 109 Euro bei Mindfactory. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 5 5600X. Der hat eine TDP von 65 Watt, 6 Kerne, 12 Threads und unterstützt offiziell 3200 MHz RAM. Das ist ein guter Prozessor zum Zocken. Wenn ihr streamen wollt, nehmt zum Beispiel den 5800X, weil der mehr Kerne hat und das dann besser zum Streamen geeignet ist. Mit dem könnt ihr aber alle AAA-Titel und so auch spielen. Nur, wie gesagt, wollt ihr streamen, nehmt einen anderen, aber für dieses System reicht er völlig aus. Und er kostet 196 Euro bei Mindfactory. Was ich noch dabei sagen möchte, natürlich könnt ihr mit diesem Prozessor sowas wie Valorant oder Counter-Strike oder so streamen. Mir geht es immer nur darum, viele spielen vielleicht mit dem Gedanken, hey, ich will jetzt Far Cry, Watch Dogs, Red Dead Redemption oder so streamen oder GTA womöglich noch. Das könnte mit dem Prozessor ein bisschen schwierig werden, vor allen Dingen, wenn ihr über den Prozessor rendern wollt, weil der ein besseres Bild abgibt als die Grafikkarte in meinen Augen. Das ist meistens so. Es sei denn, ihr habt jetzt eine Nvidia-Karte, da funktioniert das natürlich auch über den NVENC-Encoder, aber die AMD-Grafikkarten sind nicht so gut dafür geeignet. Also wie gesagt, nehmt einen besseren, wenn ihr wirklich AAA-Titel streamen wollt. Zum Zocken für AAA-Titel reicht der dicke. Der Prozessorkühler ist ein BeQuiet Purox Slim 2. Der hat eine TDP-Klassifizierung von 130 Watt, der Prozessor hat 65 Watt, der kann sich, glaube ich, bis zu 88 Watt sogar genehmigen, wenn man ihn nicht so ein bisschen drosselt, aber 130 Watt, also da reicht der Prozessor kühler dicke. Ist auch qualitativ sehr gut, habe ich auch schon oft verbaut und auf jeden Fall in Ordnung.
Und er kostet 23,43 Euro bei Mindfactory. Man sollte natürlich dazu sagen, wenn ihr wirklich mit dem Gedanken spielt, euch einen Ryzen 5800 da rein zu konfigurieren, dass ihr dann eventuell sogar schon auf eine Wasserkühlung geht oder auf einen besseren Luftkühler, weil dieser Luftkühler wird da schon ein bisschen seine Probleme dann mit haben. Der Arbeitsspeicher ist ein 16 GB DDR4 Corsair Vengeance RGB 3200 MHz. Die RGB-Steuerung könnt ihr hier natürlich mit IQ steuern. Es sind 2x8 GB, also Dual-Channel auch ganz wichtig. 3200 MHz, ja gut, ist die Spezifikation des Prozessors. Ich wäre jetzt auf 3600 gegangen, hätte ich ihn mir konfiguriert, aber 3200 ist schon in Ordnung. Viele Systemintegratoren machen das einfach nur auf der sicheren Seite zu sein, weil wenn es Probleme mit dem RAM und dem Prozessor gibt, dann können sie halt sagen, hey AMD, wir haben genau den RAM verbaut, den ihr auch quasi empfiehlt. Und die sagen dann, ja okay, das ist Garantieleistung. Wenn die natürlich sagen, wir haben 3600er genommen, dann sagt AMD, naja, wir sagen halt, bis 3200 geht nur. Und der ist hier halt auch drin, das ist völlig in Ordnung, klar. Und er kostet 74,89 Euro bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine AMD Radeon RX 6900 XT 16 GB Sapphire Nitro Plus Second Edition Gaming OC. Ihr wisst genau, was ihr bekommt. Und ich kann euch sagen, die Sapphire Nitro Karten sind neben den Red Devil Karten eine der besten, die ihr kriegen könnt. Ich habe eine 6700 XT gehabt, auch als Nitro Plus Variante. Die sind so schick, die sehen richtig gut aus und sie kühlen auch gut und werden nicht laut. Ich will sie euch nur nochmal zeigen, weil mir das Design so gefällt. Ich klicke hier gerade mal so ein bisschen durch. Klar, das seht ihr jetzt natürlich nicht, weil das quasi nach unten zeigt in dem Case, aber die Backplate ist halt auch schön. Guckt euch das mal an. Die ist auch noch ein bisschen RGB beleuchtet. Ich weiß unter anderem, dass das Logo hier leuchtet und hier vorne habt ihr noch so einen Streifen und so. Ich hatte sie ja selber. Das ist jetzt aktuell auch die Top-Karte von AMD. Klar, es gibt noch die 6950 XT, nur ich finde nicht, dass sich das sonderlich lohnt. Die 6900er ist auf jeden Fall eine gute Karte, reicht für alle Spiele dicke aus. Klar, wenn jetzt Raytracing oder DLSS in das Spiel reinkommt, dann bräuchtet ihr eher eine Nvidia-Karte, aber sonst reicht das für alles. Könnt ihr auch Cyberpunk und so mitspielen. Wie gesagt, müsst ihr auf Raytracing verzichten, weil da geht das dann schon in die Knie. Aber ich finde es wirklich eine sehr gute Karte. Den FPS-Test dazu findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 1046,54 Euro bei Amazon. Die Festplatte ist eine 1 TB M.2 SSD Western Digital Blue SN570. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 3000 MB die Sekunde. Klar, man kann darüber streiten, ob 1 TB jetzt vielleicht sogar schon zu wenig ist bei 1600 Euro. Ich finde es noch irgendwo angemessen. Vor allen Dingen ist es eine ziemlich schnelle SSD. Wenn ihr mehr Speicher braucht, dann müsst ihr euch das reinkonfigurieren oder baut womöglich selber ein, weil ihr habt ja noch einen PCI Express Slot frei für eine M.2 SSD, also so einen M.2 Anschluss. Und dann könnt ihr einfach eine zweite dabei schrauben, das geht auch. Und die kostet 83,90 Euro bei Mindfactory. Betriebssystem Windows optional aufrüstbar, ist wie gesagt nicht mit dabei, müsstet ihr dann 39 Euro zahlen oder kauft es eben bei meinem Partner. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1752,30 Euro, das System soll kosten 1599 Euro. Ihr seid 150 Euro unter Selbstbaupreis und die Konfiguration ist gut, wirklich. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich bei Memory-PC einen PC wirklich gut finde, wo ich nichts dran auszusetzen habe. Also für die Preislage, für das Geld, was ihr hier bekommt, super Sache. Wie gesagt, wenn ihr streamen wollt, Prozessor aufrüsten, eventuell dann auch den CPU-Kühler, klar. Aber sonst ist das ein super System. Mit dem Gehäuse müsst ihr dann schauen. Ich denke, das wird schon irgendwie reichen mit dem Airflow. Der Prozessor, der ballert jetzt nicht so hart. Klar, die Grafikkarte wird gut warm, aber sonst. Man hat natürlich so Feinheiten. Man hätte 3600 MHz RAM nehmen können, aber ihr spart ja hier auch schon 150 Euro. Ist jetzt nicht so, als wenn da Luft gewesen wäre. Sagen wir jetzt mal, der wäre 250 Euro zu teuer gewesen gegenüber Selbstbau. Dann hätte man sagen können, ja, aber dann hättest du ein besseres Board nehmen können, besseren RAM. Aber wir sind unter dem Geizhalspreis. Und dafür finde ich das System echt gut. Also ich kann es euch wirklich so empfehlen, wenn ihr es haben wollt, kauft es euch so. Ihr müsst dann nichts mehr dran ändern. Wenn ihr mehr Speicher braucht, das müsst ihr selber wissen. Wenn ihr sagt, 1 TB ist für euch in Ordnung, dann nehmt es so mit. Wenn man hier noch so ein bisschen in die Gehäuse reinschaut, hätte ich hier zum Beispiel ein Case, was ich vielleicht eher nehmen würde. Das ist das Corsair IQ220T RGB Airflow. Das bringt nämlich auch 3 Frontlüfter mit, die RGB beleuchtet sind. Gut, es hat hinten leider keinen, das ist ein bisschen schade, aber es hat eine Mesh-Front. Müsst ihr euch dann überlegen, ob ihr vielleicht das Case nehmt. Aber das System an sich ist wirklich in Ordnung. Und wenn ihr das Video gerade seht, dann bin ich wahrscheinlich live auf Twitch. Schaut gerne mal vorbei, stellt auch gerne eure Fragen in dem Stream. Auch wenn ich gerade am Daddeln bin, ich versuche die dann immer zu beantworten und euch Tipps zu geben. Vielleicht gerade auch zu diesem Video, wenn ihr dann sagt, hey, was sollte ich vielleicht nehmen als anderen CPU-Kühler oder so, dann sage ich euch das gerne. Ansonsten joint unseren Discord, lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.